Weißt du, heutzutage Paarungsgewohnheiten sind echt schwierig geworden. Ist nichts mehr ganz so einfach wie früher war, wo, weiß ich nicht, wo Mann noch Mann war und Frau war noch keine Mann. Heute alles Mann. Deswegen herrscht so viel Unsicherheit und so viel Beziehungen taugen nichts mehr, werden sie kaputt, weil ich muss mich selbst verwirklichen, muss Töpferkurs machen in Indien oder sonst so für die kleine Scheißigkeit. Reicht schon aus, um sich zu trennen und nehme ich meine 75 Kinder mit und Mann ist kaputt. In Türkei früher war eine ganz andere Sache, weißt du? Da ist Vater gegangen, da hat er gesagt, hier, Ibrahim, brauche ich Frau und Mehmet, du bist meine beste Freundin und ich möchte jetzt meinetwegen heiraten, hier die Aisha oder was. Und da sagst du, gut, aber Aisha bringt nicht viel, zwei Ziegen, sieht aus wie Esel, weißt du. Und, aber dann ist die Sache durch und du hast den Rest deines Lebens, hast du da keine Probleme mit. Auch mein Opa hat gesagt, mit Aisha hatte ich keine Probleme, weißt du. Aisha hat am Anfang, klar, sah aus wie Esel ein bisschen. Aber bin ich Esel gewohnt, habe ich Esel gehütet, habe ich mit Esel, lassen wir das. Auch Aisha war ein bisschen frech am Anfang, hat er sie Hügel runtergeschubst mit Kopf auf die Steine und dann war gut die Sache. Dann sagt Opa, ich habe heute, guckst du mich an, eine glückliche Ehe geführt, keine Widerworte gehört, ich habe 8 Söhne, ich habe 35 Enkelkinder und das, obwohl Oma immer noch nicht aufgewacht ist aus dem Koma. Ja. Also da kann man mal sehen, da war früher noch wirklich stabiler Zusammenhalt. So. Und heute kann man da gar nicht mehr beschreiben irgendwie so. Also wenn du gehst mit die Blume zu die Frau, dann lacht die dich aus und sagt dir, was soll ich mit dem Gemüse? Bin ich Veganer? Weiß ich sowas nicht? Oder was bist du für Arschloch? Und das Lustige ist, Frauen schreiben ja auch rein, Frauen schreiben rein, ich brauche Mann mit Verständnis und mit die Treue und mit all die anderen Zeugs und Frau würde gerne haben sowas wie heißt denn dieser Bühnenhopser da hier die na die Hippopotamus, das ist Nilpferd, weißt du, aber die Hubsbunny ist da, naja, du weißt, was ich meine, wo Frauen immer viel Geld bezahlen, ne? Dass diese nackigen Bodybuilder stehen auf der Bühne und machen sie immer so und so, und dann tun sie so, als würdest du ihnen einen schrubbern oder sowas. So. Und Frauen kreischen dann und sind total, ah, so geile Body, so geile Macker, haben auch für jeden was dabei, weißt du, so wie Village People, weißt du, der eine ein bisschen so auf Bulle, der andere ein bisschen auf Postbote, der dritte auf Indianer oder auf lange Hademaxe. Und die Frauen sind total leck und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, einmal nur gepoppt werden von so einem Typ und ich bin in den Himmel. So. Bist du in Wirklichkeit so jemand? In die normale Leben kriegst du keine Frau. Du kriegst keine Frau. Du kriegst keine Frau, weil sie sagen, der Typ, der hat erstmal 20 andere Frauen. Dann kann der nicht treu sein. Dann so ein Typ mit den Muskeln und alles ist albanischer Drogenhändler, Türsteher, was weiß ich, Schläger, Profikiller, sonst was. So. Wäre schön theoretisch gut zu haben. Praktisch nichts gut. Praktisch möchte ich einen haben in diese enge Fahrradhosen, wo du aussiehst wie Storch, da kurz nach der Geburt, ja, mit diesem Alien-Helm auf. Kein Mann sieht gut aus in die Fahrradhosen, in solche Sportfahrradhosen mit so einem Helm. Das sieht so schwul aus, gibt nichts Schlimmeres als, weiß ich nicht, zahnlose Drache im Kasper-Kostüm, als wenn du so Schillerzeug anhast. Aber das ist, was Frauen wollen. Typ hatte Bausparvertrag, Typ hatte keine andere Freundinnen, Typ hatte noch nie andere Freundin gehabt, vielleicht hatte er zwei oder so. Und das ist, was wir Frauen wollen, das solide Typ so. Keiner kommt, nimmt mich weg und so. Einzige, wo der alleine hingeht, ist in den Keller, die Wäsche runtertragen. Und da findet er noch nicht mal manchmal allein nach Hause. Also trinkt er keine Bier, er rauchte keinen Alkohol und all das. Ja, ich kann dir sagen, also, das ist so diese Art Waschlappen, was deutsche Frau gibt. Ist Waschlappen. Ist nette Waschlappen, ist Waschlappen mit Geld, ist Waschlappen, der gerade so viel Rückgrat hat, dass er auf die Amt sagen kann, halt, ich wollte das gelbe Formular, nicht der blaue. Und wenn die Alte dann sagt, was, du kriegst aber nur die gelbe, dann sagt er, na gut, aber nächstes Mal möchte ich den blauen. Solche Waschlappen, was ist das für Mann, wer will sowas haben? Und deutsche Frauen sind so. Die Südländer, türkische Kollegen sind ein richtig Mann, weißt du, da gibt es sowas nicht. Da gibt's, hast du mal eine Frau gepoppt, bist du Kugelkopf. Und da gibt es nichts dazwischen, ein bisschen reden und Bier trinken und ist so soziales Dings und Frauen haben sich weiterentwickelt und ist halt so, wenn die das nicht mehr wollen, dann musst du nicht und bla 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 bla. Gibt es nicht. Kaputt. Geht Mann fremd, kaputt. Geht Frau fremd, auch kaputt. Geht Kind fremd, weiß ich nicht, auch kaputt. Noch nichts vorgekommen, aber bestimmt kaputt, weil es immer Volksfest bei uns, weißt du. Hast du kein Fernsehen auf dem Dorf in Andalusien, die Steinigung natürlich das größte Sonntagsvormittag. Okay, aber.
Denk daran, ist ein Tier. Oder?